Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video zur Kettenregel. Bevor wir uns irgendwie mit dieser Kettenregel beschäftigen, ich sehe eine Funktion. Wir haben die letzten Male Funktionen abgeleitet. Ich bin irgendwie gerade total wild drauf, diese Funktion abzuleiten. Und das mache ich jetzt einfach auch mal hier nach den Regeln, die wir kennen. Wir haben hier oben den Exponenten 2. Wir wissen ja, der kommt als Faktor nach vorne. Wird 2 mal. Die Klammer, das lassen wir gerade so stehen, wie es ist. Das haben wir die letzten Male ja auch stehen lassen. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist den Exponenten hier um 1 verringern. 2 minus 1 gibt 1, könnte ich hinschreiben, aber auch weglassen. Fertig, Ableitung ist gebildet. Und was ist die Kettenregel? Also irgendwie, die Kettenregel kommen wir noch dazu und es ist ja auch schön, dass du ganz wild drauf bist aufs Ableiten, aber ich bin sicher, dass das so richtig ist. Ich glaube, das geht anders. Okay, dann mach's besser. Gut, ich habe hier die Funktion nochmal aufgeschrieben und ich denke, dass wir hier erst diese Klammer ausrechnen müssen. Und zwar mit Hilfe der zweiten binomischen Formel. Okay, da haben wir die zweite binomische Formel in Orange dargestellt. Die könnt ihr jetzt, glaube ich, selber anwenden darauf. Nochmal kurz klar machen, das x hoch 3 ist das a und die 5, nur die 5, nicht mit dem Minus dazu, ist das b. Und probiert selber aus und dann gibt es die Lösung 3, 2, 1. So, hier ist die Lösung. Ich erkläre sie ganz kurz. Also x hoch 3 muss man ins Quadrat nehmen. Macht man die Potenz von der Potenz, dann muss man die Potenzen mal nehmen. Also 3 mal 2, das gibt 6. Die Exponenten mal nehmen. Richtig, die Exponenten. Ja, natürlich, danke. Und dann minus 2ab ist minus 10x hoch 3. Gut, und b Quadrat, b ist 5, also plus 25. Gut, die Ableitung davon bekommt ihr, glaube ich, hin. Einfach das jetzt ableiten, haben wir beim letzten Mal schon gelernt. Und die Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. Okay, wenn ich mir die Ableitung jetzt anschaue, dann glaube ich, dass ich daneben liege, weil wir haben die binomische Formel richtig angewendet. Hier waren die ganz einfachen Ableitungsregeln. Also habe ich wohl missgebaut, wir sollten lieber so ableiten. Ja, richtig, danke. Also ich mache es auch nochmal hin, meins war tatsächlich richtig. Aber ist kein Problem, man kann da jetzt retten. Echt? Mhm. Wie? Hier, ich muss erstmal meins umschreiben, sonst sieht man das, glaube ich, nicht. Das ist sonst ein bisschen schwierig. Ich klammer mal bei mir was aus. Klammer mal bei mir 6x² aus. Machen wir das mal zusammen. Okay, wenn man 6x² ausklammert, dann wird aus dem ersten Summanden 6x hoch 5, bleibt in der Klammer x hoch 3 übrig. Genau. Kriegst du es auch beim zweiten hin? Wenn man bei minus 30x² 6x² ausklammert, fällt das x komplett weg. Die 30 durch die 6 sind 5, das heißt, es bleibt minus 5 übrig. Genau. Ah, und das sieht genauso aus wie meine Klammer. Das heißt, das Einzige, was mir drüben bei mir fehlt, ist der Faktor 3x². Richtig, den können wir ja noch hier ergänzen, mal 3x² und schon stimmt auch deine Lösung. Okay, aber wie hätte ich jetzt drauf kommen sollen, dass ich mal 3x² machen muss? Ja gut, das ist eben die Kettenregel. Ah. Okay, laut dieser Merkregel müsste ich also eine äußere Ableitung mal einer inneren Ableitung machen. Was heißt das jetzt für das, was ich gemacht habe? Ja, du hast nur die äußere Ableitung gemacht. Dir fehlt die innere Ableitung. Okay, das heißt, die äußere Ableitung ist bei mir dieses 2 mal, Klammer auf, x hoch 3 minus 5, Klammer zu. Genau, ich habe es hier auch mal unterstrichen. Das, weil ich hier blau unterstrichen habe, ist die äußere Ableitung. Okay, jetzt die innere Ableitung, ich überlege mal. Die innere Ableitung ist dann die Ableitung von dem, was in der Klammer steht, richtig? Genau. Denn x hoch 3 ist abgeleitet, 3x Quadrat und minus 5 fällt weg, dann ist es genau der Faktor, der mir gefehlt hat. Ah, okay. Jetzt wird mir, glaube ich, klar, was die Kettenregel meint. Und da sollten wir uns vielleicht nochmal allgemein was dazu aufschreiben. So, jetzt schreiben wir die Kettenregel mal mathematisch sauber auf. Ist f eine Verkettung zweier Funktionen u und v mit f von x ist gleich u von v von x mit u ist die äußere Funktion und v ist die innere Funktion, dann gilt Folgendes, kann die Ableitung f' von x so bilden, u' von v von x mal v' von x. Für euch könnt ihr euch aber wirklich die Merkregel merken, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Und das schauen wir uns jetzt noch an ein paar Beispielaufgaben an. Hier hätten wir dann vier kleine feine Aufgaben dazu. Macht vielleicht erstmal nur die a und die b und überlegt euch zunächst mal, was ist dort jeweils die äußere Funktion und was ist die innere Funktion?
Und übrigens denkt auch dran bei der B, da braucht ihr ja die Ableitung vom Cosinus. Das ist der Minus Sinus. Okay, dann legt ihr mal los und die Lösung für die beiden Aufgaben gibt es in 3, 2, 1. Okay, zur ersten Aufgabe. Ich glaube, was man da macht, ist relativ klar. Nur eine Bitte noch, es nicht am Ende so stehen lassen, sondern den Faktor, der durch die innere Ableitung dazukommt, noch nach vorne mit dazu packen. Dann haben wir minus 6 mal das Ganze. Gut, und bei der B, erstmal denkt dran, diese 2 als Faktor, die bleibt beim Ableiten einfach stehen, da macht man gar nichts daran. Dann die äußere Ableitung ist minus Sinus von 4x². Und mal die innere Ableitung, also 4x² abgeleitet, gibt 8x. Und auch hier lassen wir es nicht so stehen, oder? Genau, packen wir auch nach vorne. Dann haben wir 16x und das Minus, das kommt hier raus. Das bitte auch mit nach vorne machen und dann haben wir das Ganze im Gesamten. So, jetzt kommen wir zur C und zur D. Da ist es so, da macht noch nicht zuerst die Ableitung, sondern schreibt sie beide erstmal um. Ihr wisst, eine Wurzel und ein Bruch ist zum Ableiten nicht so toll. Bei beiden wisst ihr schon ungefähr, wie man es umschreiben sollte. Und das probiert ihr erstmal aus. Und das zeigen wir euch in 3, 2, 1. Okay, aus der Wurzel wird einfach eine Klammer und eine normale Quadratwurzel hat einfach als Exponent ein Halb. So könnt ihr das mit der Kettenregel verarbeiten. Gut, und bei dem Bruch müsst ihr immer dran denken, macht den Bruch so, dass 1 oben dran steht. Das heißt 5 mal 1 durch den Nenner. Und dann könnt ihr es umschreiben zu 5 mal, das was in der Klammer ist, hoch minus 1. Gut, und in beiden Fällen bitte wieder dran denken, die Umschreibung ist noch nicht die Ableitung. Das heißt, da wirklich ein f von x davor schreiben, noch nicht f' und dann ist gleich weiter mit der Ableitung, sondern wieder frisch anfangen mit f' von x. Und das macht ihr jetzt und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, zur c, das 1/2 kam als Faktor nach vorne, deswegen wurde der Exponent hier um minus 1 verkleinert, also wurde minus 1/2. Auch hier mal der inneren Ableitung von 2x hoch 3 sind das 6x² und auch hier gilt, bitte nicht hinstehen lassen, alles vorholen, kriege ich insgesamt 3x² mal dem Rest hier hinten. Gut, bei der D, die 5 haben wir als Faktor stehen gelassen. Das Minus kommt daher, dass wir die Potenzregel angewandt haben bei der äußeren Ableitung, also minus 1 nach vorne geholt haben. Minus 1 mal 5 ist minus 5. Gut, dann die innere Funktion wieder hingeschrieben, aber dann eben hoch minus 2. Denn bei der äußeren Ableitung wird aus dem minus 1, wenn man 1 weniger macht, minus 2. Gut, dann nochmal die innere Ableitung. 3x hoch 4 ist abgeleitet, 12x hoch 3 und das plus 2 fällt beim Ableiten einfach weg. Gut, und auch hier, was machen wir noch? Na gut, wieder vereinfachen, das Ganze nach vorne holen. Minus bleibt stehen, 5 mal 12 sind 60. Die x hoch 3 nach vorne und dann ist das vollständig. Gut, das war's von heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.